Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest Invasionsvorbereitungen anzunehmen bei Alavi, die Seelenfresserin, in die Teufelshammer auf der Ebene Kommandozentrale unteres Stockwerk an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Sie kann aber auch an eine andere Position sein in diesem Kreis, dass sie patrouilliert, soweit ich das mitbekommen habe. Nehme die Quest also jetzt an. Nun darf ich mich zu Speerkarte begeben. Hier ist die Speerkarte. Auf der Ebene Kommandozentrale oberes Stockwerk in der Mitte hier. Klicke diese Speerkarte mit der rechten Maustaste an. Nun darf ich Missionen abschließen, die mit diesem schwarzen Ausrufezeichen auf dem gelben Wappen gekennzeichnet sind. Klicke die Mission an. Ziehe die Champions in die freien Slots. Da die Mission 1800 EP gibt, ziehe ich noch einen Anhänger zum Leveln hin. Beziehungsweise es ist ein Champion, kein Anhänger. Klicke dann auf Mission starten. Und nun sieht man beim Reiter im Gange eine Mission im Gange, nämlich unsere Quest-Mission. Wenn man noch draufklickt, sieht man noch, was es als Belohnung gibt und dass die Mission in 4 Stunden abgeschlossen ist. So, die erste Mission ist abgeschlossen. Abgeschlossene Missionen ansehen, dann wird sie auch bei der Quest abgehakt. Als Belohnung gibt's Artefaktmacht. Da ist auch schon die zweite Mission. Sollte sie bei euch nicht in der Liste sein, einfach Fenster schließen und die Speerkarte neu öffnen. Dann dürftet ihr sie haben. Wie immer mit dem schwarzen Ausrufezeichen auf dem gelben Wappen. Mission anklicken. Champions hinziehen. Könnte es jetzt schon starten, das darf man. Man kann sich sogar mit einem Champion starten. Bin bei jetzt mit 2 bei 113%. Da die Mission aber 1800 EP gibt, ziehe ich noch einen Champion hin zum Leveln und gehe dann auf Mission starten. Mission 2 ist im Gange. Diese ist auch in 4 Stunden abgeschlossen. Und die zweite Mission ist abgeschlossen. Die wird auch gleich hier abgehakt, nachdem ich auf abgeschlossene Missionen ansehen klicke. Da ist sie auch schon abgehakt. Eine Belohnung gibt's auch. Weiter. Und wie ihr seht, ist hier keine weitere Mission verfügbar. Einfach Fenster schließen, neu öffnen, da ist er auch schon. Mit diesem schwarzen Ausrufezeichen auf dem gelben Wappen gekennzeichnet. Klicke die Mission an, ziehe meine Champions in die freien Slots. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Mal schauen, ob ich mit einem Champion die 100% knacke. 107%. Dann gehe ich auf Mission starten. Und wie bei den Missionen zuvor, beim Reiter im Gange, sieht man, unsere Quest-Mission ist im Gange, die auch in 4 Stunden abgeschlossen sein wird. Die dritte Mission ist auch abgeschlossen. Wie immer nur noch abgeschlossene Missionen ansehen.
Da ist sie auch abgehakt. Nun sieht man keine weitere Mission verfügbar. Einfach Fenster schließen, Speerkräfte neu öffnen. Da ist sie auch schon. Mit dem schwarzen Ausrufezeichen auf dem gelben Wappen. Klick sie an. Champions hin zum Kontern der Fähigkeiten. Könnte jetzt die Mission schon starten, hab 103%. Aber da die Mission ja 1800 TP gibt, ziehe ich noch Champions hin zum Leveln. Dann gehe ich auf Mission starten. Und beim Weiter im Gange sieht man, die Quest-Mission ist im Gange als einziges. Die ist in 4 Stunden abgeschlossen. Und dann darf ich die letzte Mission starten. Und die 4. Mission ist abgeschlossen. Abgeschlossene Missionen ansehen. Da wird sie auch bei der Questverfolgung abgehakt. Belohnung gibt's auch. Weiter. Nun sieht man keine weitere Mission mehr verfügbar. Einfach Fenster schließen, Speerkräfte neu öffnen. Da ist sie auch schon mit dem schwarzen Ausrufezeichen auf dem gelben Wappen. Mission anklicken. Champions hinziehen. Dann ziehe ich noch einen hin. Bin bei 126%. Klicke, sobald ich zufrieden bin mit der Zusammenstellung der Champions, auf Mission starten. Und beim Weiter im Gange sieht man, die Quest-Mission ist im Gange und diese ist in 4 Stunden abgeschlossen. Und die letzte Mission ist abgeschlossen. Gleich wird sie abgehakt. Da ist sie auch schon abgehakt. Jetzt ist die Quest bereit zur Abgabe. Begebe mich nun zum Abgabe-NPC. Der dürfte eine Ebene tiefer sein. Genau, hier sieht man schon Alavi, die Seelenfresserin, die patrouilliert hier unten. Quest ist abzugeben bei Alavi, die Seelenfresserin, in die Teufelshammer auf der Ebene Kommandozentrale unteres Stockwerk. Wie man gesehen hat, patrouilliert die hier in diesem Kreis, also sie ist nicht unbedingt an diesem Punkt. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.